Mächtiges Badaboom. Ja, ich weiß, Luc Bessons Das fünfte Element hat unglaublich viele quotable lines, wundervolle Action-Szenen. Aber trotzdem, wenn ich an diesen Film denke, ist es immer nur eines, das mir einfällt. Mila Jovovich, die sagt, mächtiges Badaboom. Und mächtiges Badaboom ist jetzt im Jahr 2020 in einer neuen Steelbook-Auflage in England erschienen, bei unser aller Freunden von Zavi. Und nachdem ich in der letzten Zeit von Zavi wirklich nichts in beschädigtem Zustand bekommen habe, hat sich das natürlich auch irgendwann einmal ändern müssen. Und hier ist ein kaputtes Steelbook. Was ich in diesem Fall aber ganz besonders interessant finde, Zavi per se kann ich an der Stelle vielleicht fast gar keinen Vorwurf machen, weil wenn ich mir hier den Karton anschaue, sowohl vorne als auch hinten, hat dieser keinen irgendwie wirklich erkennbaren Schaden. Auch die Außenversandverpackung hat keinen nennenswerten Schaden, sodass ich da fast befürchte, dass es sich um einen Produktionsfehler handelt. Schauen wir mal, ob man bei Zavi vielleicht trotzdem irgendwie die ein oder andere Kleinigkeit rausschlagen kann. Ich bin jetzt aber trotzdem bei Ihnen nicht besonders zuversichtlich, dass hier irgendwas gut ausgehen wird. Anyways, wir bekommen von Studio Kanal das Steelbook bereits mit den neuen, ich weiß nicht, ich kann mich mit diesem hässlichen BBFC-Logo nicht anfreunden. Es schaut irgendwie alles aus wie ab 18 und schaut aus wie von einem Kleinkind gemacht. Naja, auf dem Backcover gibt's eben auf jeden Fall die Inhaltsangabe zum Film, weitere Informationen, Bilder aus dem Film, die Gebrauchsanleitung für 4K Blu-rays, also, ich weiß nicht, Disc reinschieben, Fernseher aufdrehen, ist, glaube ich, was, wo man nicht unbedingt wieder mehr wissen muss. Aber was man vielleicht wissen muss, ist die Tatsache, dass offensichtlich hier auf der UHD und auf der Standard Blu-ray kein deutscher Ton enthalten ist, was mich ehrlich gesagt überhaupt nicht überrascht, weil Studio Kanal hat ja hierzulande nicht die Rechte an dem Film, die liegen ja bei Universum Film. Demnach brauchen wir leider auch nicht erwarten, dieses Steelbook jemals im deutschsprachigen Raum ebenfalls zu sehen. Oh, hier ist auch noch ein schöner Kratzer drauf, das ist natürlich toll. Aber es ist trotzdem eines der schönsten Steelbooks des Jahres, gezeichnet übrigens von Tom Hodge, aka The Dude Designs, ist das ein wundervolles Motiv. Vor allem, was mir bei diesem Cover so gut gefällt, ist die Tatsache, dass natürlich nicht nur Toms Zeichenstil absolut brillant und großartig ist, sondern der Studiokanal auch wirklich das Beste aus diesem Motiv rausgeholt hat und das absolut großartig für das Steelbook aufbereitet hat. Man braucht nur schauen, wie fein hier mit Ebenen gearbeitet wird, wie schön hier eben beispielsweise die Aliens grundiert und im Vordergrund sind, wohingegen die Explosion im Hintergrund wirklich orange leuchtet mit dem Steelbook, wo aber zum Beispiel auch hier die Scheinwerfer und die Lichter auf den Autos leuchten, wenn man das Steelbook gegen das Licht bewegt. Oder aber eben auch dann hier im Hintergrund noch einmal, wie der Mond leuchtet, wie diese ganzen Farben leuchten, diese ganzen Elemente leuchten. Das ist, finde ich, eine der brillantesten Nutzungen von Steelbook-Effekten, wie ich nur einfach jemals gesehen habe. Nicht nur eben mit einem absolut großartigen gezeichneten Motiv, sondern so geht Steelbook. Allen, die sich vielleicht fragen, warum man Steelbook sammelt, das ist der Grund dafür. Das ist einfach so wunderschön, alleine eben zu bewegen, alleine eben durchzuschauen, dass es wirklich eine absolute Freude ist. Schauen wir dann noch einmal über den Spine, natürlich mit Filmtitel, auf das Backcover vom Steelbook. Das ist, abgesehen jetzt von der Delle, auch sonst nicht besonders spannend. Da haben wir quasi einfach nur Hintergrund und Logos. Es ist quasi ein einfacher Hintergrund, aber natürlich irgendwie doch ein bisschen ernüchternd, wenn man das als Gegenpol auf dem Frontcover hat. Aber trotzdem, hässlich ist es nicht. Schauen wir dann einmal hinein in Steelbook. Da wartet eben auf der einen Seite die UHD. Meiner Meinung nach eben auch mit einem sehr netten Ausschnitt aus dem Frontcover ausgestattet. Die Blu-ray hat dann grundsätzlich das selbe Bild und als Hintergrund haben wir wieder, wie von Studio Kanal leider nicht ganz anders gewohnt, einfach ein
Schwarz-Weiß-Bild. In dem Fall ist es der Multipass von Lilo Dallas, was meiner Meinung nach eigentlich eine saucoole Idee für das Innendesign ist. Vor allem, wenn man ganz genau hinschaut, sieht man, dass es sich da mehr oder weniger eigentlich um ein gezeichnetes Motiv handelt. Und mit diesem Multipass, ich kann mich jetzt ehrlich gesagt leider nicht mehr ganz erinnern, wie der farblich ausgesehen hat, im Film, aber meiner Meinung nach ist es fast verkraftbar, dass dieses Ding hier im Steelbook nur in Schwarz-Weiß zu sehen ist und nicht ganz in Farbe. Ist eigentlich eine ganz coole Sache. Mir gefällt das Steelbook auf jeden Fall alleine aufgrund dieses grenzgenialen Frontcover-Artworks wirklich wahnsinnig gut. Und ich finde, schöner kann man Steelbooks eigentlich nicht machen.